Im heutigen Video sprechen wir über ein meist unterschätztes Thema, und zwar Wasser. Ich erkläre euch kurz, welche Faktoren eine Rolle spielen und zeige euch, wie ihr mit ganz einfachen Kniffen das perfekte Wasser erhaltet. Eine Tasse Kaffee besteht aus 99% Wasser. Das bedeutet, dass die Qualität des Wassers eine große Rolle spielt. Dein Wasser sollte also nicht zu hart und auch nicht zu weich sein. Ist dein Wasser zu hart, kann es sein, dass viele Aromen sich nicht entfalten können. Wenn dein Wasser aber weich ist, also nicht genug Mineralien enthält, dann kann es sein, dass der Kaffee etwas sauer oder sogar bitter schmeckt. Außerdem spielen die Mineralien im Wasser auch eine Rolle, ob dein Kaffee gar über- oder unterextrahiert. Entscheidend sind bei der Wahl des Kaffeewassers die Mineralien Magnesium und Calcium, da die den meisten Einfluss auf den Geschmack des Kaffees haben. Wie hart soll also das Kaffeewasser sein? Auf wasserhärte.net kannst du dir anschauen, wie hart dein Wasser in deiner Region ist. Beispielsweise hat das Wasser hier in Berlin eine Härte von 19. Die ideale Härte für Kaffee liegt zwischen 4 und 8 und hat einen pH-Wert von 7. Was kann ich also machen, um mein Wasser weicher werden zu lassen? Eine günstige und gute Lösung für zu Hause sind Tischwasserfilter. Solch ein Tischfilter wird den Geschmack deines Kaffees schon deutlich verbessern. Wenn du etwas mehr Budget zur Hand hast, kannst du auch direkt den Filter in deine Leitung einbauen lassen. Eine andere Alternative ist Third Wave Water, ein Mineralienmix, den du einfach zu destilliertem Wasser geben kannst. Somit hast du das ideale Kaffeewasser mit den perfekten Mengen an Mineralien. Nun werde ich mit meinen Kollegen einen Blindtest durchführen und mal schauen, ob sie den Unterschied schmecken können. Ja, der schmeckt auch so ein bisschen nach nicht viel. Ja, ich finde den viel zu lasch. Der hat ein bisschen Süße noch. Ja. Und das hier war beim ersten Durchgang mein Favorit. Heil beißt jetzt. Ah. Ne? Ja. Der hat viel mehr diese nussigen Noten. Absolut. Das ist das Wolvik-Flaschenwasser tatsächlich. Oh. Interessant. Das ist das Leitungswasser. Okay. Dann haben wir zweimal Limo-Verlierer. Auch Wolvik. Enttäuschend. Und nochmal Leitungswasser. Aha, interessant. Dann haben wir tatsächlich zweimal das Leitungswasser und Wolvik bei uns durchgefallen. Okay, gucken wir den zweiten Platz an. Filterwasser. Und das ist auch Filter. Hey, Coffee Professionals. Also auf dem zweiten Platz das gefilterte Wasser. Sowohl bei Sierra Nevada als auch beim Limo. Und das heißt, um nochmal sicher zu gehen, wir haben hier also das Third Wave Water. Einmal den Sierra Nevada und einmal Third Wave Water Limo. Ja, geht auch. Erstes Experiment mit Third Wave und es funktioniert. Interessant. Also ich würde sagen, Fazit ist, Leitungswasser und Wolvik waren die halt nicht so dolle. Ja. Härtegrad Wasser Berlin 19. Auch interessant, weil Wolvik ja relativ weich ist. Oder zu weich, hast du gesagt, ne? Ja. Wolvik ist zu weich, Leitungswasser wahrscheinlich schon zu hart. Deswegen hatten wir manchmal diesen Eindruck, dass halt die zu lasch geschmeckt haben, nicht nuanciert waren. Dann hatten wir hier das gefilterte Wasser. Sehr gut. Ja. Aber noch lange nicht so süß und so viele Aromen und Nuancen wie beim Third Wave Water. Ja. Deutlich erkennbar, dass die meisten Aromen rausgekommen sind beim Third Wave. Wow. Interessant. Kaufempfehlung. Also das Ergebnis ist eindeutig, mit gutem Wasser erhältst du einfach deutlich besseren Kaffee. Die extra Mühe, das Wasser zu filtern oder auch einen Mineralienmix zu verwenden, lohnt sich in dem Falle sehr. Wir hoffen, das heutige Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal für weitere Videos rund um das Thema Kaffee. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.